In Deutschland verlassen jedes Jahr mehr als 50.000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss. Die Organisation Teach First möchte daran etwas ändern. Sie schickt besonders motivierte Uni-Absolventen für 2 Jahre an Schulen, deren Schüler keine optimalen Startbedingungen haben. Um die Schüler zu motivieren, setzen die sogenannten Fellows im Unterricht auf ungewöhnliche Methoden. Wanda Zorabi war bei einer Schulstunde dabei. Ein sicheres Flugzeug hat viel mit Mathematik zu tun. Daniel Neumann muss es wissen. Er ist Pilot. Doch jetzt tauscht er das Cockpit gegen das Klassenzimmer. In seiner Mathe-AG gibt er den Schülern der Konrad-Adenauer-Realschule in Köln Nachhilfe. Neumann weiß genau, was er mit seinem Einsatz erreichen will. Ich möchte bei meinen Schülern bewirken, auf jeden Fall, dass sie wissen, dass man im Leben alles das erreichen kann, was man sich vornimmt. Und alles, was man sich vornimmt, kann man auch erreichen, egal von wo man kommt. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich habe hier mit vielen Schülern zu kämpfen, die halt von vornherein schon sagen, ich kann das nicht, meine Eltern konnten das nicht. Und daher werde ich es auch nicht das schaffen, was ich eigentlich erreichen will. Und da sage ich nee, stopp, du kannst alles das wirklich schaffen, was du möchtest. Und du musst nur an dich glauben. Und ich unterstütze dich gerne und ich helfe dir dabei. Alle Schüler besuchen Neumanns Mathe-AG freiwillig und finden ihren ungewöhnlichen Lehrer toll. Besonders seine Erfahrung als Pilot und die Beispiele aus der Praxis wissen sie zu schätzen. Als Pilot muss man ja viel Mathe können und dann kann er uns auch viele Aufgaben darüber geben und dann kann man das auch besser verstehen auch. Weil Neumann keine Lehramtsausbildung hat, darf er keine Noten geben und keine Arbeiten schreiben lassen. Jeden Tag muss er sich einiges einfallen lassen, um die Schüler zu motivieren. Er setzt auf Mathe-Memory und Rollenspiele. Hier berechnen die Schüler Flugrouten mit Hilfe des Satzes von Pythagoras. Sebastian Kummitz ist Regionalmanager bei Teach First. Rund 130 Quereinsteiger schickt seine Organisation als Fellows für 2 Jahre an deutsche Schulen. 5 sind es in Köln. Sie haben ein Ziel. Teach First möchte Bildungsgerechtigkeit letztlich an allen Schulen schaffen. Es geht darum, dass Kinder und Jugendliche ganz unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund gleiche Chancen erhalten sollen. Das ist im Moment so in vielen Schulen nicht möglich. Wir wollen das durch den Einsatz von Fellows ändern. Es ist tatsächlich so, dass viele Schulen, an denen Fellows arbeiten, in einem sehr schwierigen sozioökonomischen Umfeld liegen und oft auch einen hohen Migrationsanteil haben. Und insofern bereiten wir die Fellows auch auf die Arbeit eben mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund besonders vor. Kritiker stören sich an den Spenden durch Unternehmen, sehen eine zu große Nähe zur Wirtschaft. Förderer haben grundsätzlich keinen Einfluss auf die Auswahl der Fellows. Das machen wir ganz unabhängig. Und Förderer haben auch keinen Einfluss auf die Auswahl der Schulen. Die Konrad-Adenauer-Realschule ist eine von 5 Schulen in Köln, an denen Fellows arbeiten. Schulleiter Van Nerven weiß um die Vorteile. Der Einsatz der Fellows erfolgt ja nicht einfach, dass man ihn als Lehrkraft einsetzt, sondern dass er ja eine zusätzliche Hilfe ist, dass er uns auch eine AG leiten kann und dass er vor allen Dingen in diesen Situationen seine eigenen Erfahrungen gut mit einbringen kann. Und speziell in der Situation um den jetzigen Fellow, den Herrn Neumann, kann ich einfach nur sagen, das klappt wunderbar und wir fühlen uns wohl und ich hoffe, Herr Neumann wird Ähnliches berichten können. Neumann zieht ein erstes Fazit. Mein Ansatz an dieser Schule hier ist sehr gewinnbringend, wie ich finde, weil an dieser Schule gibt es viele, viele Schülerinnen und Schüler, die zusätzliche Hilfe benötigen oder auch fordern und die gerne annehmen. Und daher kann ich mit meiner zusätzlichen Zeit, die ich hier bin, und auch mit meinen Kenntnissen und Fähigkeiten diese Schülerin natürlich darin unterstützen. Daniel Neumann wünscht sich, dass alle seine Schüler zu Überfliegern werden. Vielleicht hilft seine Pilotenausbildung dabei.